die Schule nehmen. Dann lassen wir direkt hier. Hallo und willkommen zurück zu Scam. Ja, also ihr habt vielleicht auch schon nicht mehr damit gerechnet. Ich hatte ja gesagt, so, ich mache jetzt erstmal eine Unterbrechung. Habe ja jetzt eine Woche Pause gemacht. Ne? In der Zeit konntet ihr sehen, einen kleinen Let's Play von meiner kleinen Tochter über 4 Folgen. Und zwar einfach unter dem Motto, die Kleine spielt. Ihr könnt da einfach mal eingeben als Suchbegriff, dann werdet ihr das sofort, sofort finden. Und zwar die Awesome Adventures of Captain Spirit. Habe ich ja auch schon mal durchgespielt. Und jetzt, ne, das fand so gut, meine Tochter so gut hat, dass sie es einfach auch nochmal durchspielen wollte. Und ich finde, das hat sie ganz gut gemacht. Ne? Aber um natürlich da ein bisschen zu fördern, sag ich mal, dass sie sich angesprochen fühlt und dass sie sich da auch ja, gelobt fühlt. Wäre es natürlich cool, wenn ihr es gucken würdet, wenn ihr es liken würdet und wenn ihr es natürlich dafür natürlich auch mal den Kanal abonnieren würdet, weil da wird es bei entsprechendem Feedback natürlich auch mehr von geben. Also wir überlegen da zum Beispiel ein Lego-Spiel, sie als Let's Play machen zu lassen. Und von daher, da könnte man also auch, wenn man so will, nochmal ein zusätzliches Let's Play auf dem Kanal machen auf diesem Weg. Da ja bald der Laptop da ist, oder jetzt, wo ich das quasi hier, wo ihr das seht, wird der inzwischen auch da sein, werden ja auch entsprechend die Verarbeitungskapazitäten erhöht sein, sodass man durchaus überlegen kann, dass man da noch ein 5. Let's Play auf den Kanal wieder bringt. So, das dazu. Also von daher fleißig gucken, fleißig liken und fleißig den Kanal abonnieren. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich so, warum soll ich den Kanal denn abonnieren? Das sieht doch so oder so kein Mensch, wo ich den Kanal abonniere. Nein, das ist nicht so. Also ich kann tatsächlich in den Zahlen sehen, wo oder aufgrund welches Video jemand abonniert. Das heißt also, wenn jemand ein Video guckt und abonniert während des Guckens sozusagen, ja, kriege ich das angezeigt, der hat abonniert bei dem Video. Und an der Stelle muss ich auch wieder mal Danke sagen. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier heute wieder vor Scam sitze. Danke an die Let's Play gemeint, an die Community, dass ihr Scam guckt, weil Scam ist auch weiterhin das Spiel, wo die meisten Abos letztendlich drüber gekommen sind für den Kanal. Und von daher, ja, trotz der letzten schweren Aufnahmesession, jetzt heute nochmal eine Aufnahmesession, in der wir jetzt einfach mal versuchen werden, ein Fahrzeug zu finden. Und aufgrund dessen sind wir jetzt einfach mal auf die LP-Schmiede gegangen. Ein Server, der mir empfohlen worden ist, aus der Community raus. Das ist ein Server eines anderen Let's Players. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier allein auf dem Server bin. Habe ich jetzt beim Einloggen gar nicht drauf geachtet. Ihr seht, bin ich auch noch völlig nackig, ja, aber Hintergrund ist der, dass wir einfach die Hoffnung, dass ich einfach die Hoffnung habe, dass ich jetzt hier etwas größeren Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug finde, als auf dem anderen Server. So, jetzt fangen wir mal an zu spielen. Sollte sich das als Aberglaube, Missglaube oder wie auch immer Glaube entwickeln, also sollte man feststellen, so nein. Das ist leider nicht so, dass man hier genauso schlecht ein Auto findet. Ne? Dann werden wir natürlich wieder zu einem anderen Server zurückkehren. Ja, aber wir probieren es mal. Vielleicht haben wir ja wirklich Glück, dass wir hier ein Fahrzeug finden. Dass wir hier den Hattrick schaffen, den wir auf dem anderen Server nicht hatten, sozusagen. Weil, ist einfach so, was ist das? Untersuchen. Papier, ja. Genau das, wonach es aussieht. Ich würde unheimlich gern mit euch zusammen die Stadt besuchen gehen. Aber das ist halt ohne Fahrzeug die komplette Stadt zu besichtigen. Ja, das ist einfach unmöglich. Also von daher ganz klar, wir werden das nur machen, um ein Fahrzeug finden. Das war mir leider auf dem anderen Server nicht möglich. Von daher, okay, das ist der Hintereingang. Hier jetzt der Versuch, auf einem anderen Server mal ein Fahrzeug zu finden. Nachteil ist natürlich, wir fangen hier wieder komplett bei Null an.
zumindest schon mal eine Mütze an. Von daher kann ich nicht sagen, ob wir jetzt hier überhaupt lange, oh, sehr schön, überleben werden. Aber wir versuchen es. Wir versuchen es. So, neue Stadt, neues Glück. Tatsächlich sind wir in der Stadt noch nicht gewesen. Ich glaube, das ist eine Bleiplatte, genau. Tatsächlich, ich gehe nochmal auf die Karte, dann könnt ihr das auch nochmal sehen. Also wir sind jetzt hier vorne, ganz links, ihr seht es hoffentlich, sind wir auf der Karte auf C4. Das ist tatsächlich eine Ecke, bei der wir noch nie gewesen sind. Und von daher auch vielleicht ganz witzig, dass wir auch mal diese Stadt hier besuchen. Wobei ich das Gefühl habe, sie haben an der Grafik nochmal gedreht. Das kann jetzt auch eingebildet sein, aber ich habe wirklich das Gefühl, die Grafik sieht nochmal eine Spur besser aus als bei der letzten Aufnahmesession. So, ich weiß, ich kann also jetzt auch nichts versprechen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier vom Erfolg gekrönt sein wird, dass wir uns jetzt hier in einer anderen Stadt niederlassen, in der Hoffnung, dass wir da letztendlich ja, Seife ist weniger wichtig. Wie Medikamente. Ich hoffe, dass wir doch möglichst bald hier eine Tasche finden. Obwohl, da haben wir ja bisher immer Glück gehabt, dass wir Taschen gefunden haben. Aha. Mal reingucken. Sehen jetzt keinen. Ich habe natürlich ein bisschen die Hoffnung, dass die Entwickler vielleicht auch inzwischen ein bisschen Verständnis für uns Otto-Normalspieler haben, die alleine versuchen, dieses Spiel hier zu survivalen und entsprechend den Schwierigkeitsgrad ein bisschen intelligenter gestaltet haben, weil das war ja eine ganz, ganz große, sag ich mal, Driss, kann man ruhig sagen, darf ich ruhig sagen, glaube ich, dass wir nach dem Update tatsächlich ein Survivalen quasi nicht mehr möglich war. Ist ja schön, dass wir Medikamente finden, aber eine Tasche wäre mir jetzt momentan sehr viel lieber. Aha. Was? Ein Eierschutz. Eine sexy Unterwäsche. Das hilft uns nicht wirklich weiter. Es ist einfach auch so, dass ich das Spiel wirklich gerne spiele. Also inzwischen. Anfangs war ich ja wirklich so ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Weil man ja auch ständig den Vergleich mit Seven Days eben halt machte und unternahm. Und da zieht es einfach und zieht es auch weiterhin. Da würde ich lügen, wenn ich was anderes erzählen würde. Antiparasitika. Aha. Aha. Solche Tabletten habe ich auch noch nie gefunden. Können wir nicht mitnehmen, da haben wir keinen Invi-Platz für. Das ist jetzt aber einfach mal so. Gut, man muss sich ja nicht unbedingt jede Krankheit reinschleppen, oder? Na. So. Lumpeneisen. Ich finde das lustig, dass man jetzt in der Apotheke, das ist ja offensichtlich wieder mal die Apotheke, die wir hier looten. So ruckelig vor, oder ist das für euch auch so ruckelig? Ich glaube, ich muss wirklich die Auflösung noch mal eine Stufe runterdrehen. Ah, eine Trainingsjacke. Ausrüsten. Das ist ein Antipoputikum.
Und das ist ein Schäfer als ein um eine Nahrungsergänzung. Als Arznei wird es Behandlung von Schilddrüse und bestimmter Radiopharmazeutika eingesetzt. Aha. Ich würde dann jetzt mal spontan behaupten, was ist das? Aktivkohle. Das ist, glaube ich, auch Aktivkohle, würde ich mal. Nee, Vitamintabletten. Okay. Also, ich glaube, das Strahlungsmittel essen. Ich weiß nicht mehr, welches das war, das Strahlungsmittel. Das ist ja wirklich bescheiden gemacht inzwischen. Ich kann es ja immer nur sagen, das war das Antipropotikum. Demnach war das das Strahlungsmittel. Das lassen wir mal fallen, was nicht funktioniert, warum auch immer. Muss ich das jetzt unbedingt hier irgendwo reintun, drauf tun oder was? Ja, okay. Strahlungsmittel lassen wir mal hier, weil ich glaube nicht, dass wir das wirklich brauchen. Also ich habe noch nie eine Strahlungskrankheit hier gehabt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wirklich die Krankheiten anscheinend jetzt auch nochmal erweitert haben. Kann. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ich sehe keine Zombies. Das lässt mich ja ein bisschen hoffen. Das. Oh, da ist einer. Gleich wieder raus. Peaceful Living, Alter. Peace out. War so laut, wie es da war, da kann man davon ausgehen, der Lärm kam aus der ersten Etage, dass da auch noch mehr Zombies sind. Das heißt, es macht keinen Sinn, da weitere Untersuchungen zu machen. Ich meine wirklich, die Grafik ist nochmal detailliert. Der große Rucksack. I'm a big fan of yours. Hippie-Hose. Okay. I'm a big fan of yours. Wir haben den großen Rucksack gefunden. Man muss auch mal zur Abwechslung mal Glück haben. Hatten ja die letzte Zeit genug Pech. Kein Arsch was mit anfangen ohne die entsprechende Waffe und die ist ja entsprechend schwer zu finden. Unterhose! Was man alles in der Kirche findet. Oh! Oh! Die Kirche hat eine Wohnung. Zweite Etage. Was haben wir da? Das ist eine sexy Hot Pants haben wir hier und das scheint wieder ein Lumpen zu sein. Ein dreckiger Lumpen in dem Fall. Der nützt uns ja bekanntlicherweise nichts. Oh Scheiße. Da war jetzt ein Gewehr. Das war jetzt Pech. Das war wahrscheinlich sogar das Gewehr passend zu der Muni, die wir gefunden haben. Weil ich mir fast gar nicht vorstellen kann bei dem Spiel hier. Gut. Schön.
Auf jeden Fall hat er jetzt schlechtere. Ich will gar nicht wissen, wo du herkommst. Das ist das übliche Problem. Man hat halt keine Chance gegen die Zombies ohne Waffe. Ich meine, wir werden es wahrscheinlich riskieren müssen, wenn wir jetzt hier in dem Haus keine finden. Das müsste, glaube ich, essen. Ja, Haselnüsse. Hatten wir eben nicht den Ficker gelobt? Untersuchen. Aha. Und oh, aufnehmen. Und ja, 75. Fallen lassen. So. Oh, da ist was Interessantes. Ausrüsten. Also eine Bauchtasche dürfen wir auf jeden Fall auch anziehen. Untersuchen. Nähmaterial. Okay. Aufnehmen. Aufnehmen. Was ist das? Ausrüsten. Also die Trainingsjacke hatte einen Wert von 82. Ausrüsten. Also man sieht ja gar nichts mehr. 76. Okay. Bringt nichts. Das hört sich leider so an, als ob wir... Ach, eine Schere, ja doch. Die müssen wir mitnehmen. Da soll man auch weiterhin, glaube ich, Pech haben, weil es scheint jemand hier noch neben uns im Haus zu sein. Was bedeutet, wir werden gleich sterben. Schmerzmittel. Okay. Ich weiß zwar nicht, ob das irgendwas bringt, wenn man verletzt ist, dass man schneller heilt oder was. Wir nehmen es einfach mal mit. Das ist untersuchen. Aktivkohle nochmal. Weiß nicht, ja. Das ist Aktivkohle. Haben wir 25 Stück. Untersuchen. Das war, glaube ich, auch Aktivkohle. Ne, das waren die Vitamintabletten. Okay, okay, okay. Ne, dann ist es richtig. Dann müssen wir die behalten. Oh, das sieht nicht gut aus. Wir sind quasi komplett wertelos hier eingestiegen. Aufnehmen. Man kann jetzt schon fast davon ausgehen, dass hier in dem Haus oben dann auch ein Zombie ist, so wie ich mein Glück kenne. Immer noch keine Waffe. Nee, wir haben Glück. Wir haben Glück. Und wir haben ein Gewehr. So, was aber leer ist. Die berühmte Frage, passen die? Aufteilen. Aufteilen. In die Hände nehmen, vielleicht funktioniert das.
Offensichtlich nicht. Tja, das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Okay, wir sind auf der Seite. Wir können jetzt eigentlich nur Jump machen, Maxwell Jump. Und losrennen. Hier sind wir ja überall schon gewesen. Ich weiß, beim letzten Mal, als wir das versucht haben, sind wir gestorben. Aber ich hoffe mal einfach, dass wir Glück haben diesmal. Normalerweise eine Leiter zum Rausklettern finden. Weil ich nicht weiß, ob wir finden werden. Also hier ist ja schon mal nichts. Ich weiß nicht, ob man sich an diese Reifen rausziehen kann oder was. Nein. Aha, da unten ist er. Also wie ein guter Zombie läuft er uns natürlich mit dem Dackel hier unter Wasser hinterher. Aber er trifft uns jetzt nicht mehr. Was aber gleichzeitig bedeutet, wenn wir hier versuchen, das Wasser zu verlassen, läuft uns natürlich auch hinterher. Das heißt, uns ist da in keiner Weise irgendetwas geholfen. Wir brauchen eine Leiter, weil die Zombies sind nämlich zu blöd, um Leitern hochzuklettern. Und dann hätten wir ihn tatsächlich abgehangen. Wenn wir jetzt versuchen, so an der Küste hochzukommen, dann läuft er uns einfach wieder hinterher. Das ist nicht beigewonnen. Ich weiß nicht, kann man hier irgendwie sagen, rausklettern? Nee, es geht leider nicht. Ja, und jetzt kriegen wir natürlich auch Hunger, das übliche Problem. Und da ja leider Zombies ja tot sind, können sie jetzt auch schlecht unter Wasser sterben. Hat eine gewisse Logik. So, also alles, was wir jetzt machen können, es gibt leider keine Leiter. Das war irgendwie klar bei unserem Glück. Alles, was wir also machen können, ist einfach wieder, ja, wieder an Land gehen. Hoffen, dass wir schneller sind wie er. Machen wir jetzt auch. Fenster. So. Aber ich habe schon das dumme Gefühl, wir haben hier kein Auto. Ich habe hier keine Garage oder ähnliches gefunden. Das übliche Problem. Und, was ich auch vergessen habe, ich habe nie ausprobiert, ob die Soundeinstellungen wieder funktionieren. Alter, weiter, ich nämlich eben aufgrund von der Bitte von Logitech, ich eben an den Soundeinstellungen nochmal rumgespielt habe, in der Hoffnung, die Aufnahme wieder mit meinem Kopfhörer in Gang zu kriegen. Was ist das denn? Ach, das ist eine Taucherbrille. Essen. Weiß nicht. Fleischsnack. Würzig. Damit dürfte das Thema Hunger eigentlich jetzt erstmal erledigt sein, oder? Trinken. Orangensaft. 3 Portionen Orangensaft. Sehr schön. Also was das angeht, haben wir ja tatsächlich Glück. Die können wir nicht aufnehmen. Da ist nur irgendwas drunter. Und
Telefon, Theke. Das heißt, ich muss unbedingt dran denken, wenn wir gleich die Aufnahme für diese Folge beenden. Dass wir unbedingt prüfen, ob die Aufnahme überhaupt was hier geworden ist. Wenn nicht, dann dürfen wir nämlich wieder von vorne anfangen. Ein relativ großes Haus hier. Relativ viele Räumlichkeiten. Hier haben wir schon. Noch ein Gewehr. Selbe Gewehr noch einmal. Genauso leer wie das erste. Ah, ein T-Shirt. Eine Jacke. Hat einen Wert von 85. Ist auf jeden Fall besser als die Jacke, die wir haben. Dann ziehen wir die an. So, T-Shirt dürfte nicht interessant sein. Das klingt leider nach mehreren Zombies inzwischen. Wir können hier wieder aus dem Fenster springen und zum nächsten Haus rennen. Ein Sprung aus der ersten Etage, das haben wir ja inzwischen gemerkt, dass das relativ bitte keine Bambi-Kills. Okay, danke. Also Spieler gegen Spieler geht's hier auf den Server, okay. Das heißt, also Leute wie ich werden nicht angegriffen, weil sie ja neu sind. Das finde ich gut. Danke, Äppelschniede, in diesem Fall. Aktivkohle haben wir schon. Noch ein T-Shirt. Nützt uns fucking wenig. Zucchini habe ich heute auch gekauft. Oh, ein Mäntelchen. Ausrüsten. Session. Noch mehr Platz im Invi. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, da die Schreie leiser werden, gerade von dem Zombie, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass er gerade das Interesse an uns verliert. Aber nur ein bisschen. Also nicht wirklich, würde ich damit sagen. Noch ein Näheset. Wir haben ja schon eins. Und nicht noch eins. Das klang nach einem neuen Zombie. Ich sag's euch, wie es ist. Wir werden hier wieder kein Glück haben. Yeah.
bin ja froh, dass sie vor der Tür noch stehen bleiben. Weißt du, da ist man ja schon drin. Untersuchen. Aha. Wohl. Nein, auch muss ich nicht machen. Wirklich kein. Wenn man startet ja mit einer 100% Hose. Das könnte aufnehmen. Ein Eisenrohr. Ein schwaches Eisenrohr fallen lassen. Aber ein Eisenrohr. Das ist immerhin ein Ansatz einer Waffe. Ich weiß noch nicht, wie stark das Eisenrohr ist. Antipopotikum haben wir schon. Machen wir das nochmal. Schmerzmittel. Ich glaube, Schmerzmittel kann man nicht genug mitnehmen. Hab ich so ein bisschen das Gefühl. Gut, das würde jetzt ja wirklich bedeuten, dass wir uns jetzt gleich mal raustrauen. Und einfach mal hoffen, dass da draußen nur ein Zombie ist. Dem wir dann mal ordentlich Dresche geben. Aber das können wir ja auf die nächste Folge auf jeden Fall vertagen. Wir gehen schon mal hier runter, wieder ins Erdgeschoss. Gucken wir hier zum Fenster. Gucken wir mal sehen. Nein. Ah, da kommt er. Okay. Also es scheint tatsächlich immer noch ein Zombie zu sein. Also wir gucken mal, ob wir den verprügelt kriegen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Macht es gut. Tschüss.